Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem interessanten Gefecht hier. Eine Seele eingesendet von Exil Blobba in Kombination mit einer Midway. Kennt ihr die Seele? Denke schon. Ich hoffe doch. Seid ihr sicher, dass ihr sie kennt? Ah, ist natürlich ein relativ interessantes Schiff. Ponys sind Liebe. Wo sind Ponys? Da drüben sind Ponys. Tötet sie alle. Bin ich gespannt. Thunderer, Minotaur, Petropavlovsk, Drecksback hier. Alles abschlachten. Keine Verbrüderung mit dem Feind. Nein, die Seele. Die Seele. 15,8 Kilometer Reichweite. Das ist interessant. Das ist die Stock-Reichweite. Die kriegt man natürlich mit dem Reichweitenmodul auch hoch. Auf 18,3 wie die der Minotaur. Aber möchte man das? Muss man das? Wir werden, glaube ich, ich hoffe mal sehen, dass wir das hier nicht müssen, dass wir auch mit 15,83 Kilometer Stockreichweite spielen können, wenn wir gut aufpassen. Und deswegen muss ich jetzt hier auch gut aufpassen, denn, wie gesagt, man muss nah ran. Im Vergleich zu Des Moines, wobei das fast das identische Schiff ist, fast mit ein paar Besonderheiten, haben wir hier keine Möglichkeit eines Reichweitenflugzeuges, was bei der Rego-Variante der Des Moines theoretisch möglich wäre, einzusetzen. Ja, wäre es. Statt dem Radar. Macht halt kaum jemand. Wobei, schon gesehen. Was wir noch hier haben, ist der T-Virus. Wir haben ein Radar. Das Radar kann man theoretisch austauschen gegen die hydroakustische Suche. Und wir haben einen Heal. Gut, ihr werdet euch jetzt denken, ja, ein Heal. Ein Heal hat die Des Moines auch. Aber die Des Moines hat einen Heal, der 0,5% der gesamten Trefferpunkte heilen kann. Hier haben wir einen Heal, der 2% der gesamten Trefferpunkte heilen kann. Nämlich 49.700 sind die gesamten, 2% davon sind 23.840. Wie? Nein. Doch. Nein. Bisschen anders ist schon. Ne? Also 2% mal die Anzahl der Sekunden. 2% pro Sekunde. Hab schon... Ich wette, es hat schon in manchen Köpfen so, oh nein, nein, was sagt ihr denn da? Das ist ja alles falsch, das sind ja nie 23.000. Ja, aber wenn ihr es ausrechnet, dann kommt das hin. Ich mache hier einmal die Reichweite des Überwachungsradars an, denn das ist auch eine Seltenheit oder eine Abweichung. Unser Radar ist hier nicht 10, sondern 8,5 Kilometer weit. Deswegen sind wir ein bisschen weniger einsatzbereit, was die Anti-DD-Abwehr betrifft, wenn man das so nennen möchte. Aber mei, dafür haben wir, wie gesagt, einen netten Super-Heal. Wir haben die 6 Sekunden Nachladezeit hier wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil ich denke mal, wir sind hier auf Reload gegangen. Nochmal, Breitseite zeigende Schiffe. Und eine schöne Zitrelle auf die Smolens. Deswegen Reload und keine Reichweite. Deswegen macht hier die Positionierung alles. Und ja, wir haben hier auch die 203 mm der Des Moines. Bedeutet... Übrigens, Reload seit 5,5 Sekunden bei dem Schiff. Minus 12%. Können wir auf 5 Sekunden. Bisschen unter 5 Sekunden. Das ist durchaus enorm. Bei 203 mm. Maximum Damage ist 5000 bei AP und 2,8 bei HE. Vielleicht nicht so sonderlich beeindruckend vom reinen Wert her. Aber das Geile an diesem Schiff ist, das ist einfach Heavy AP wie bei anderen. Oh, schön. Schweren amerikanischen Granaten auch. Der Ricochet, 60er Ricochet, also 60 bis 67,5. Also nur von 60 bis 67,5 gibt es einen möglichen Abpraller. Davor garantierte Penetration. Ab 67,5 garantierte Abpraller. Die Winkel, wie die Granate auftrifft. Normal ist 45 bis 60. Hier ist 60 bis 67. Das ist ein extremer Vorteil, den wir auch wahrscheinlich im Laufe des Gefechts öfter genießen können. Die Smolens zeigt natürlich momentan noch gnadenlos breit. Dafür wird sie höchstwahrscheinlich bezahlen. Wenn wir näher dran wären, auf jeden Fall. So kann es sein. Ah, da kommen die Zitrellen, Gott sei Dank dennoch, dass wir einen zu hohen, also zu steilen Winkel haben, um in die Seite zu kommen. Dementsprechend ein bisschen kritischer. Und ihr seht schon, es ist nicht unkritisch. Wenn man offen ist, dann wird man direkt beschossen. Man ist einfach ein Schiff, das mit wenigen Sekunden schweren Geschützen gute Salven raushauen kann. Beweist auch die Trefferanzeige. Wir kämpfen hier seit knapp 5 Minuten.
Und nicht dauerhaft, aber wir sind schon an fast 50.000 Schaden dran. Das ist enorm. Das ist nicht wenig. In den ersten 5 Minuten haben manche Schiffe überhaupt keinen Schaden. Ich möchte jetzt mal den Schaden der Thunderer hier hinten sehen, oder der Republik, die noch am Arsch der Welt steht. Gut, eine gute Salve, 16.000 Infrastruktur drin gewesen. Oh, die Reichweite ist ja da. Da kann man einiges machen. Hier am Puls des Caps, am Puls der Zeit gegen die Shimakaze. Vielleicht jetzt sogar mit Umschalten auf High, direkt weiße voraus, Radar ist ready. Ihr seht, wie er hier versucht rein zu sneaken. Die Frage ist, ist die Shimakaze noch da? Kann man da etwas erledigen? Die Inseln sind natürlich da vorne. Die Slava hat den Fehler gemacht, um bei B reinzufahren. So kann sie uns nicht bestrafen. Es ist sehr gute Sicht hier auf die Karte. Die Shimakaze überrascht natürlich. Dass sie nicht mehr in Adren ist, das war eigentlich klar. Aber wo sie ist, ist immer die Glücksfrage. Was hier aber ist, worauf er es abgezielt hat, ist mit Sicherheit die Smolensk. Und die ist da. Deswegen wird jetzt wieder zurückgeschalten auf Ape. Wurde schon geladen. Da ist die Smolensk und gleich wird sie nicht mehr da sein. Sie versucht natürlich hier hinter die Insel zu rutschen. Dreckiges Smolensk-Gameplay. Dreier-Zitadelle. Let's go. Wir müssen die Brände nicht heilen. Aus dem einfachen Grund, weil wir den Heal haben. Wir hätten das locker brennen lassen können. Das Schwierige tatsächlich ist, bei einer Seele den Heal komplett zu nutzen. Ihr seht, wir haben 23.000 und ihr seht, wir haben hier weitere Zitadelle. 23.840 heilbare Trefferpunkte, aber nur unter Anführungszeichen 49 oder knapp 50.000 maximale Trefferpunkte. Das bedeutet, wir müssen die Hälfte der gesamten Trefferpunkte müssen wir abwarten, um zu heilen. Da nicht alles Schaden ist, den wir heilen können, gerade bei AP-Beschuss, ist es doppelt kritisch. So, die Midway möchte es wissen. Unsere Reparatur ist in 4 Sekunden wieder da, also weniger ein Problem. Den Hai-Schaden, ja, das passt. Und dann direkt den Heal hinterher. Ich wollte schon sagen, der Hai-Schaden, der wird zu... Oh shit, 2/3 kann er geheilt werden? Die AP-Schaden, 1/3? Das muss ich nochmal nachschauen. Wenn das Gehirn vergisst, was es nicht vergessen sollte, wird es kritisch. Den Brandschaden kann man komplett heilen. Und da haben wir wieder die 37.000. Und eigentlich alles in allem schon ein Gefecht, das sich durchaus sehen lassen kann. Vor allem, da jetzt diese Lava raus ist, die hätte uns noch Probleme gemacht. Wäre sie nach vorne gefahren mit 25mm Frontpanzerung. Ja, selbst mit 27mm Frontpanzerung hätten wir den 406mm nichts entgegenzusetzen gehabt. Also mit 27mm, welche die Des Moines hat. So. Burgon, schwach gepanzert, schwieriges Schiff zum alleine vorfahren. Yamato hat schon kassiert, möchte nicht. Da ist der Thunder, der hinten noch bestraft. Und wir sind jetzt im Farm-Modus. Ja, da kommen Torpedos von der Halland, da ist nichts Beunruhigendes drauf. Auch die Anti-Air hier wird uns gegen den Flugzeugträger gut genug unterstützen. Beschuss ist kaum zu erwarten, die Burgon kommt nicht drüber. Die Mündungsgeschwindigkeit ist zu hoch, die Granatenflugbahn zu steil im Vergleich zu unserer. Ein schönes Inselschiff. 96.000, da müssen wir jetzt noch ein bisschen dran arbeiten. Ist für ein Gefecht am Limit Belohnung genug? Das mag sein, aber mit viel Potenzial nach oben. Burgon ist abgelenkt von der Halland, die ist anscheinend offen. Jetzt können wir mit AP reinheimern und da wird schon geladen. Da sieht man. Exquisites Wechselspiel. Die Burgon kann uns nicht overmatchen frontal. Exquisites Wechselspiel der Munitionsart. Es wird immer die richtige geladen. Auch hier ist Hai schon drin. Gut, man könnte anmerken, ist nicht so tragisch. Das geht sich aus. Wenn der Reload schnell ist, das ist natürlich ein Vorteil. Aber man sieht auch, dass der Spieler hier vorausdenkt. Gemeinsam mit der Midway. Das ist natürlich eine Hilfe. Ich habe die Selem auch. Problematisch bei der Selem und mir ist unsere verzwickte Beziehung. Ich bin beim ersten Mal ein bisschen zu forsch gefahren. Da wurde ich devastated. Ja, also eine Granate hat eine Zitrelle geschossen und danach kam die restliche Salve hinterher. Das war leicht verzögert, war leicht problematisch. Das war ein traumatisches Erlebnis. Seitdem versuche ich das leicht zu überwinden. Da. Midway kommt wieder an. Ihr seht hier vereinte Anti-Air, der Halland und der Selem. Die hat einfach gar keinen Bock. Die Halland hat hier großen Anteil am Vernichten der Staffel gehabt. Und wir haben, nachdem wir A mitgekappt haben, Interesse daran,
auch die weiteren Caps unter unsere Vorherrschaft zu bringen. Die Smallland, die hinter der Insel steht, weil sie wahrscheinlich von der hydroakustischen Suche der Minotaur offen ist. Jetzt vielleicht nicht mehr, jetzt macht sie der Flugzeugträger auf, welcher auf die Montana fliegt. Die wird hier B übernehmen können, ohne Feindfeuer erwarten zu müssen. Die Monty wird allerdings eher ein Problem, von der sollten wir uns nicht sehen lassen, vor allem nicht, wenn auch ein Thunder in Schussreichweite ist. Hier 157 mm, ein überhöhtes Kaliber, welches unnötig ist. Oh, schaut euch die Streuung an. Denn es wird auch die 4.6er Montana reichen, um uns in große Schwierigkeiten zu bringen. Der gegnerische Flugzeugträger deckt uns jetzt natürlich auf, ganz voll Game, könnte uns anwählen. Ich kann es jetzt nicht sehen, wir haben einen auf uns. Ich sehe es nicht, der hat Flutung. Sicherheitshalber wird rangefahren, dann ist es egal, welches Schiff es ist. Ich glaube, die Montana zieht zurück auf die Halland, wenn es mich nicht täuscht. Könnte dann auch der Thunder gewesen sein, obwohl er nicht so ausgesehen hat, als möchte er. Ja, hat auch die Granaten abgedreht, aber momentan sind wir eh zu. Deswegen gehen die nächsten Schüsse definitiv auf die Monty. Sobald wir ein bisschen weiter zurückgefahren sind. Das ist das Radar der Smallands. Nicht die Montana, die auf uns schießt. Wir sind immer noch ein Ticken zu nah dran. Die Brände tickern dennoch weiter. Jetzt schießt die Sekundärartillerie, das bedeutet auch die Hauptartillerie. Wäre theoretisch nicht fix im Schussbogenbereich, weil wir haben bei der Monty 127 mm, eine schlechte Mündungsgeschwindigkeit, ich glaube 792 Meter pro Sekunde, dementsprechend kann es auch sein, dass die Hauptartillerie nicht drüber kommt. Es ist halt so typisches DD-Kaliber mit typischer DD-Granaten-Treibladung, weil es halt eine DD-Granate ist. Der Sekundärartillerie der amerikanischen Schiffe. 135.000. Es wird nochmal spannend, was die Punkte betrifft. Die Thunderer hier ganz weit hinten. Breitseite. Ja, geht. Ist weit genug hinten, damit sie nicht so interessant ist. Smallland wurde von Schlanuel, dem Schlingel, rausgenommen. Die Minotaur kommt auch hier rein. Das wäre jetzt interessant für ein schnellfeuerndes Schiff, was mit Sicherheit auch Adrenalinrausch drauf hat. Schaut uns an, wir sind jetzt bei angezeigten 3,6, vorher waren wir bei 4,3 Sekunden. Das ist natürlich, braucht es 4,2 beim Umschalten. Kurz schauen. Fährt schon ein bisschen rückwärts. Die Minotaur wird leiden. Wird ihres Lebens nicht mehr froh, denn das Leben wird kurz sein. 20.000 kurz in einer Salve mit 5 Zitadellen. Lasst euch nicht davon beeinflussen. Oh, das wird auch wehtun. Sind zwar keine Zitadellen drin, aber es wird auf jeden Fall schwerer Schaden. Ja, reicht. So, und nun geht es feuchtfröhlich weiter. Montana, Petropavlovsk, wir können jetzt reinfahren zu B. Der Restfeind befindet sich hinter der Insel, kann nicht auf uns schießen. Deswegen setzt er den... Jetzt auch schon den Namen vergessen. Ja, Freiheit. Blobba. Was für ein... unerwarteter Name, Blobba. Es kommt wahrscheinlich von Blobba Fett, einem entfernten Cousin von Boba Fett aus, ja gut, das glaube ich. Der war schlecht genug, das muss ich jetzt nicht noch weiter erzählen. Aber wisst ihr, was ich weiter erzählen kann? Stellvertretend für die Midway, die kein Premium-Schiff ist und auch hier nicht gezeigt wird und da generell die falschen Flugzeugträgergefechte eingesendet werden und ich deswegen die Flugzeugträger nicht verlosen kann, die ich eigentlich verlosen möchte, verlose ich hier die Saipan. Dementsprechend, wenn ihr die Saipan verlosen möchtet, Stufe 8 Flugzeugträger, finde ihn recht angenehm für Anfänger, weil er Stufe 10 Flugzeuge besitzt auf Stufe 8 und man deswegen auch im Stufe 10 Gefecht weniger Flugzeuge verliert mit dem Ding. Euren Namen und euren Server rein. Ingame-Namen wohlgemerkt. Jeder natürlich, der so lange durchgehalten hat bei einem Schiff, das kein Premium-Schiff ist und man nicht kaufen kann. Ich bin gespannt, ob viele mitmachen. Ein bisschen versteckt heute, aber zu Recht. Das ist für die treuen Zuschauer, die hier die Möglichkeit haben. So, jetzt wollen wir nochmal AP. AP ist drin. Mit einer Petropavlovsk zeigt man niemals Breitseite. Das ist die einzige goldene Regel. Die hat natürlich trotzdem... den Arsch voll Glück, dass keine Zitadellen frisst, sondern nur Penetrationen, ist halt ein Russe. Das Ding liegt so flach im Wasser, man könnte meinen, ein Zahnstocher schwimmt hier vorbei. Der ist genauso schwierig zu treffen.
Alter Schwede, zum Glück ist sie abgeprallt. Wo sind die Zitadellen? Untreffbar, ja. Jetzt, das sieht doch gut aus. Yes, endlich. Ungemein befriedigend. Und der Unterstützer kickt rein. Und das war's jetzt auch mit der Petra Pawlowska. Noch ein Kill für den Kraken. Die Monty oder die Midway. Blobba, gönn dir. Ja, dein Kraken, wenn du ihn dir verdienst. Das ist die goldene Regel. Ja, 200.000, ich würde nicht sagen, dass hier nicht verdient, also der Kraken nicht verdient ist. Verdient bedeutet unterm Strich aber, dass man ihn sich auch holt, dass man ihn einfordert, indem man ihn bekommt. Daher, toi toi toi. Ist dann später noch eine Chance, 4 Minuten geht das Gefecht noch. Das sollte auch mit den Punkten möglich sein. Es gilt dann natürlich zur rechten Zeit zu schießen. Bei 5,5 Sekunden Stock Reload und weitaus verbessertem Reload hier bedeutet das einfach die ganze Zeit zu schießen. Midway zu weit hinten. Pander und Saro können drauf schießen. Die Halland sollte keine Handhabe gegen die Montana haben. Die Petra Pawlowsk vielleicht, aber schwerlich. Bedeutet vielleicht mit ein paar Bränden vorbereiten. 3 wären nicht schlecht. Das war die Haie des Panders. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Das muss jetzt in diesem engen Fenster passieren, in dem die... Da, was ist das hier? Was ist das für eine Streuung? Ja, da kommt schon die Sauersal weg. Hol ihn dir! Komm! Sieht gut aus! Yes! Und da ist er, der Krake. Der Krake? Und was war das für eine Salve auf die Seelen? Optischer Treffer? Aber Abpraller, sind sie zu tief gewesen? Wahrscheinlich. Glad you got your Kraken. Ja, wie gesagt, verdient mit diesem hier. I know I want mine. Oha, das geht nicht. Oh. 3 und 5 wurden getötet. Jetzt ist nur noch die Midway da. Das wird sich nicht ausgehen. Nichtsdestotrotz, rein von der Positionierung, nach vorne, schau doch an, der Träger. Der Träger ist weiter vorne als die Fanderer. Weiß nicht, in diesem Spiel läuft nichts falsch. Das funktioniert alles so, wie es soll. Ja, was kann man sagen? Ja, man kann auf jeden Fall die Salem auf 15,83 Kilometer Reichweite spielen. Es ist nur schwieriger. Man kann sie natürlich auch auf 18,3 Kilometer spielen. Das ist meistens einfacher. In Spielen, die höchstwahrscheinlich ein Großteil auf große Distanz geführt werden, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, sich zu positionieren, schwieriger an Schaden zu kommen und je nach Team auch fast unmöglich, effizient zu spielen, also je nach Gegnerteam oder eigenen Team mit den 15,83 Kilometern. Aber wenn es denn einmal klappt, wie auch die Halland hier schreibt, amazing Team, wenn das Team mitmacht und wenn der Gegner mitmacht, dann kann man auch mit niedriger Reichweite ein enorm gutes Spiel in einem Unterstützungskreuzer, einem eigentlichen Unterstützungskreuzer, ein bisschen weniger hier und elegant ausgewichen noch dazu hier, führen. Das ist der Beweis. 13 Zitadellen. Da kommt noch was? Ja, wahrscheinlich nicht bei diesem Shellark, wie ihr seht. Ja, die Panzerung hier ist auch nicht schlecht. Da muss trotzdem noch auf die Aufbauten hier geschossen werden. Also hier die seitlichen Treffer passen. 6600. 52.000. Alter Schwede. Jetzt da, Zitadellen. Komm, gib ihm. 14 Zitadellen. 15 Zitadellen. Die ist nicht mehr da, ne? 268.000. 16 Zitadellen. Ein absolut herausragendes Gefecht. 277.000, 16 Zitadellen, 6 Schiffe zerstört. Kein Kraken für unsere Midway, dafür ein Kraken Plus für Blobba Großkaliber Unterstützer. Das war brutal. 32 Flugzeuge abgeschossen. 4.118 Base XP. Das war Carry Hart von Blobba und von Schlanuel. Vom Clan Exil. Das Gegnerteam, zumindest Teile davon, haben hart dagegen gearbeitet. Auch Teile von unserem eigenen Team. Eine Ohio mit 238 Punkten.
gehen wir einfach mal weiter und sehen die panzerbrechenden Granaten. Als Bombe, was die Winkel betrifft, der AP brutal. Brände, enttäuschend wenig. Uninteressant, wenn wir uns den Gesamtschaden der Hauptbatterie ansehen mit 260.000. 1,3 Millionen potenzieller Schaden. Die Seele und auch die Dämonen, nicht unbedingt ein Schiff, das derart Beschuss ausgesetzt werden sollte. Versteht mich nicht falsch, sie sind nicht extrem weich, sie sind weich genug. Jedes Schlachtschiff macht da riesige Löcher rein. Die Zitadelle ist einfach zu treffen, auch frontal zu overmatchen, wie eben bei den allermeisten Kreuzern, wenn wir gerade nicht von russischen Powerhorses sprechen. Manchen, nicht allen. Und auch der Superheal nützt einem halt nichts, wenn man Zitadellentreffer bekommt, denn Penetrationen sind zwar, ob HE oder AP, immer gleich gut zu heilen, aber eben nicht zu 100%. Und bei Zitadellen dann noch schwieriger. Manchen Schiffen 10%. Manche Nationen, wie zum Beispiel die britischen Kreuzer, haben glaube ich 30 oder 50% die Kreuzer und 30% die Schlachtschiffe. Es steht alles im Wiki. Manche Teile vom Wiki sind tatsächlich out of date. Manche sind noch aktuell. Das ist das Problem, man muss da echt gut aufpassen. So, wir sehen hier 1,3 Millionen Creditpunkte. Der uninteressanteste Screenshot. Leider kein Kapitän mit dabei. Wir haben herausgefunden, ist mit Sicherheit auf Freelog geskillt, auf keinen Fall auf Reichweite. Und der Rest ist, ja, Inspekteur mit Sicherheit einmal mit dabei. Sprengmeister vielleicht, vielleicht auch nicht. Für dieses Gefecht relativ uninteressant. Ganz sicher aber Consumer Expert. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden. Ein herausragendes Gefecht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen viel Glück beim Gewinn der Saipan. Wie gesagt, einfach nur in jedem Namen. Und euren Server reinschreiben. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.